XDXDXD gebannt. Was ist so euer Favorite Essen zu bestellen? Sushi. Und sichere Hase so. Ja, ja, sichere Hase. Ich bin schon live? Digga! Oh mein Gott, ihr wollt noch gar nicht live sein. Baby, keiner mag dich. Mann, wissen die überhaupt, was die da machen? Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Wir gehen rein in Police-Simulator. Verpiss dich, du Sohn. Patrol Officers. Person hat gerade Abfall weggeworfen, ist da wohl eine absolute Frechheit. Überall Müll, leck mich am Arsch. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Euro Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Ist mir scheißegal, dann geh arbeiten. Ah, ruf mal deinen Anwalt an, tu in dein Gesicht. Ja, hallo? Bischof, Polizei. Zu sehen, Officer. Hallo. Wow, was ein Gerät. Alter, das ist ja aber nicht TÜV zu mir. Alter, was pfeifen die alle da raus? Erstmal knipsen. Digga, was ist denn da rausgekommen, Alter? So, ich hoffe, dass wir jetzt aufsteigen und neue Aufgaben bereit bekommen. So, wir sind einen Rang aufgestiegen. Sehr gut. Oh mein Gott! Ich wäre so ein entspannter Polizist. Ich habe mal eine Frage hier an Ahmed, Mr. Superpolizist. Bringt es euch was, wenn ihr irgendwie so Strafzettel und so eine Kacke verteilt? Oder so, wenn ihr so Leute so wegen Kleinigkeiten auf den Sack geht? Falsch parken und so? Fahrkontrolle? Nee, bringt nichts. Ja, und wieso geht ihr mir dann auf den Sack? Wieso geht ihr dann Leuten auf den Sack? Lasst ihr doch einfach ihr Ding machen, wenn es Kleinigkeiten sind, Bro. Wenn jetzt ein richtiges Verbrechen gemacht wird, ja. Aber hier mal kurz fürs Falschparken, man hält kurz 2 Minuten, lass den doch einfach mal weiter. Damit wirst du nicht aufsteigen. Mach dein Abitur und dann mach nicht wie ein Dulli erstmal mittlerer Dienst, sondern den gehobenen Dienst. Und hör auf, deine scheiß Strafzettel zu verteilen. Damit kommst du nicht hoch, okay? Lass mal los jetzt langsam, geh auf dein scheiß Fahrrad. Wir haben einfach nichts zu tun, ihr sollt die Schere heben. Sternchensammler, bei uns sagt man Sternchensammler. Ist das respektlos. Du hast eine neue Ausrüstung frei, ich will ausreden, Fotokamera. Also wir kommen der Sache immer näher. Du hast einen neuen Einsatztipp freigeschaltet. Einsatz leichter Unfall. Oh, okay. Sind Officer verfügbar, wir brauchen Unterstützung. Achso, warte, akzeptieren. Ich übernehme das. Nimm einen leichten Unfall auf, okay. Was? 200 Meter entfernt? Der Heidewitzka. Okay, egal, wir laufen. Die Verletzten können sich auch ein wenig... Wie Fahrrad? Ahmed hat ein Fahrrad. Der muss manchmal mit Fahrrad durch die Gegend fahren. Fahrradkopf. Gedulden, ich komme zu Fuß mit der Mütze. Nein, muss ich nicht, doch. Ist das hier schon der Unfall oder was? Befrage die Leute, um den Unfall zu ermitteln und aufzulösen. Vergiss nicht, alles gründlich zu untersuchen und Berichte auszuhändigen. Wusstet ihr, also erstens legt euch niemand mit Polizisten an, ihr verkackt eh immer. Aber ich glaube, man muss keinen Alkoholtest machen. Außer es besteht, Alkoholtest? Ich glaube, wenn die sagen, hier, puste mal rein, dann musst du es nicht machen. Aber ich glaube, dann dürfen sie dich auf die Wache nehmen. Und dann könntest du da reinpissen. Aber ich glaube, selbst dann kannst du es rauszögern. Irgendwie so, wollte ich mal so gesagt haben. Aber macht es nicht, weil wenn Polizisten euch auf Kicker haben, dann seid ihr am Arsch, dann lässt ihr los und sagt, sorry, Herr Officer. Sie sind das Gesetz, wirst du am Ende sagen. Aber falls ihr mal irgendwie in so einer Situation seid, wo ihr wirklich nichts falsch gemacht habt. Wenn du nichts zu verstecken hast, musst du auch nichts rauszögern. Okay, sorry, Coral. Du hast nicht mal einen Führerschein, du Dummkopf. Geh mir nicht auf den Sack, mach den Führerschein. Oh, Memo, guck mal da. You ready for war? Also, es ist... Digga, ist das ein Monte-Video? Nein, was ist das für ein Spielerlebnis, Digga? Was ist das? Das ist ein krankes Spiel. Ich fahr gegen den Boller mit dem Auto und in dem Moment habe ich einen Crash. Warzone Crash, Digga, was ein Clip. Bitte findet einen guten Namen für den Warzone Clip. Ich hebe mir den fetten Arsch. Ich geh jetzt zu einem Flieger. Game Crash. Es ist und bleibt ein das Spiel. Ich hab keinen Gaming-Sound. Oh, perfekt. Ich hab einfach keinen Gaming-Sound. Na, warum sollte ich auch Gaming-Sound haben? Also, werd ja überbewertet einfach, ne? Alles klar, Joe, gehen wir rein in die Watch Party, Dortmund. Mit Winnie zusammen. Ach, Digga, der Server schmiert ab. Ach, ist das geistkrank.
Führerschein weg wegen Alk mit E-Scooter gefahren. Oh, das ist aber nicht smart, mein Freund. Boah, aber wusstet ihr, dass ihr auch euren Führerschein einfach mal oder Punkte bekommen könnt, wenn ihr mit zu Fuß über Rot läuft und sowas? Und so könnt ihr einfach, ihr könnt deswegen einfach geknallt werden. Mein Cutter weiß inzwischen, dass ich ein dummes Stück Kacke bin. Der hat mir so eine Google-Doc gemacht. Guck mal, Test zum Video einreichen. Mach so rechts 50% der Facecam und links 50% die Videos. Okay, Ahmed ist Polizist, Anwalt, Polizist und Mod. Lass dafür bei den Videos ruhig rechts und links schwarze Balken. Bei allen Intro, bitte in Fullcam und danach in den 50-50-Split. Ich habe einfach meinen eigenen Babysitter. So, dann hat er mir noch sogar noch einen Text geschrieben, den ich vorlesen kann. Naja, Intro machen wir selber. Ist mir schon egal, was er will. Moin Leute, willkommen zu meinem Video auf dem Zweitkanal. Wenn es dir gefällt, lass doch gerne ein Like oder ein Abo da. Hilft immer wieder gerne. Und wir spielen Late Up mit Max zusammen. Max gleich Trimax. Kommt auch auf Thumbnail drauf. Viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, Trimax hier. Mich hat's komplett mit Corona erwischt. Abwehrtoser schreibt, geimpft und trotzdem Corona. XD, 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 XD. Das ist so 2020. XD, 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 XD. Oder? Go machen? Go, haben wir alles? Go, go, go. Go. Jetzt bin ich gespannt. Wenn nicht, sofort abbrechen und neu. Ja. Ne? Wir haben alles vollautomatisch mit Fließbändern. Dann haben wir sogar noch einen Saugroboter, der rund um die Uhr sauber macht. Ja, jetzt ist sie zu Ende, die Runde. Also, da war nicht mal knapp, würde ich sagen. Was? Ich hab keine Pillis mehr, die ich poppen kann. Pillis. Du, was ist denn für ein weirder Slang, Alter? Aus welchen Rap-Videos hast du das denn geslangt? Aus Papa Plattes Rap-Songs. Der rappt immer so, der mischt auch sein Codein mit Sprite und so eine Scheiße. Das ist Codein? Hustensaft? Hustensaft? Das brauchst du. Mach du das mal. Ja, ist so. Ey, no joke, wenn hier ein Drogendealer sucht, bitte verkauft WLAN. Codein, der Typ hustet uns immer voll, Digga. He had to borrow money. Wisst ihr noch meine Phase, wo ich immer gehustet habe? Das kam einfach von Asthma. Ich habe Asthma. Also ich hatte vorher schon, ich hatte schon immer Asthma, aber nie so doll. Und ich habe immer gehustet wegen dem Asthma. Das wurde schlimmer. Da bin ich zum Arzt gegangen, zum Lungenarzt. Der meinte zu mir, ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent irgendwie Lungenvolumen, keine Ahnung. Auf jeden Fall weniger als vor ein paar Jahren noch. Sehr viel weniger. Und da hat er mir so ein Spray gegeben. Und dann habe ich das genommen. Seitdem huste ich nicht mehr. Chronischer Husten aus der Hölle. Ich habe ein Jahr lang gehustet. Ein Jahr lang. Wieso jetzt so doll? Ich weiß auch nicht. Brauche keine Zigaretten oder so. Ab und zu mal eine Pfeife. Einmal im Monat oder so, Max. Nicht mal. Einmal in 6-7 Wochen, würde ich sagen. Aber ich meine, das kommt einfach manchmal mit der Zeit. Need just to buy Burger King. Burger King, das war so ein Rumatra Sparfehler. Ist der deswegen größer ich auch oder kleiner als du? Ja, früher war es echt doll. Fresh. Alter, Rumatra, strong. 15 Uhr. Nein, hä? Ich kann vorher nicht. Hallo? Das ist leider falsch. 38? Auch falsch. Ist was dazwischen. Auch falsch. Wieso sagst du jedes Mal? Was ist das für ein übelster Sprachfehler? Kannst du mal klippen? Ruf Toni an. Meinst du Antonia Nova? Nee, die wollen wir nicht. Alles klar, dann nicht. Wen meinst du? Revit. Meinst du Antonia Nova? Mann, nein, Antonia Reeft. Kein Problem, ich mach nichts. Pigeonhole, I'm a night. Reeft! Die Panikattacke dafür, dass auf deine Spotify-Daten zugreifen. Warum? Darauf habe ich keine Antwort. Aber benutzt man Siri? Ich verstehe, ich kenne niemanden, der Siri ernsthaft benutzt, so richtig. Außer für Alexa, macht das und das Licht an oder so, wenn du sowas hast. Aber sonst voll nervig. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ruf Antonia Reeft an. Ich rufe Antonia Reeft mobil an. Oh, ich schneide mein Video, Junge. Oh mein Gott, ich benutze Siri nie wieder. Ey Siri, was kannst du mir über Montana Black sagen? Du kannst sowas sagen wie wird das Wetter morgen in Berlin? Erstelle eine Erinnerung und schicke eine... Wow, du... Oder halbe Videos sind wieder meine Clips, ich schwöre an Gott, Alter. Es ist wieder so. Was soll ich machen, Freunde? Ich bin einfach ruhig. Zu witzig, Mann. Ich glaube, ich versuche mal eine Woche nicht lustig zu sein. Ich versuche mich mal übel anzustrengen. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Baro, wir sind Team Zickzack und heute werden wir mal wieder nicht Video machen. Hallo, ja, hi. Hi, was geht? Wir sollten sowas machen wie Baro, aber nur mit Vollidioten. Hey, woher wusstest du, dass ich 50 Viewer habe? Ja, okay, scheiß drauf. Also das Ding ist durch. Papa Platte, eigentlich hatte ich mit dem noch nie viel am Hut und jetzt macht er mich hier so an, also ich weiß nicht, abgehoben, seitdem er irgendwie wieder in den Satarugo-Videos ist. Warte, jetzt kann er sich einen rausnehmen. Ich habe letztens meine Cousins gefragt, ob sie so ein T-Shirt haben wollen, aber dann meinte ich so, oder werdet ihr damit gemobbt? Ich war mir nicht sicher, ob ihr das haben wollt, habe auch keine Antwort gegeben. Und eine Popelbremse über der Oberlippe, Digga. Für Popelbremse, hallo. Ich bin ein gepflegter Mann. Popelbremse Fujikato. Frisur auf. Auf Sonic angelehnt. Besser blaue Haare als graue Haare.
Montes Haare werden zwar schon langsam grau. Gelb. An wen denkst du dabei spontan? An Carsten. Da würde ich dann kein Energy mehr trinken, sondern Wodka. Und schieß mich weg und schlaf ein. Das ist die sogenannte Phoebe, richtig? Die 17 Jahre alt ist und ankündigt, dass sie sich hart dem Suff gibt. Meint er das ernst? Da würde ich dann kein Energy mehr trinken, sondern Wodka. Und schieß mich weg und schlaf ein. Das ist die sogenannte Phoebe, richtig? Die 17 Jahre alt ist und ankündigt, dass sie sich hart dem Suff gibt. Entzündet die Tornado. Die Tornado. Die Tornado. Die Tornado. Digga, voll ist der Wodka. Das ist die sogenannte Phoebe, richtig? Nee, also Reaction Hugo war viel besser. Reaction Hugo war viel, viel besser. Satt, aber Reaction Hugo war besser, das Video. Everything has changed. Every day.